Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns der dritte Teil des Blackfolium-Gürtels, das How to Set Up a Battle Belt. Wir haben euch im ersten Teil den Stratos Belt von Blackfolium vorgestellt, im zweiten Teil die Mac Pouches und dann haben wir gesagt, machen wir euch nochmal ein Video mit einem kompletten Setup. Das ist jetzt hier so ein typisches Tactical Setup, wie es aktuell bei uns genutzt wird zum Testen und wir müssen sagen, das ist echt sehr, sehr zufriedenstellend. Da gibt es eigentlich fast nichts, was man noch ändern müsste, außer dass man am Safariland vielleicht nochmal eine Gabel für den Schnellwechsel der Holster einbaut, damit auch das Holster noch ein Stück weiter rauskommt, weil das hier doch recht nahe anliegt. Wir fangen mal an von rechts nach links, beziehungsweise von innen nach außen, denn natürlich die Basis bildet der Stratos Belt von Blackfolium. Wir nutzen den aktuell hier natürlich mit dem Inner Belt und wie hier zu sehen mit dem Padding. Hier am Padding angebracht direkt, seht ihr schon, da ist nochmal ein Fastex-Verschluss mit zwei Druckknöpfen. Das ist das Einzige im Endeffekt, was die Klettstreifen durchbricht. Das ist das Schöne an dem Padding, weil alles andere, wie ihr hier sehen könnt, ist dann hier unten drunter sauber verlegt. Das heißt, auch da ist die Andruckfläche des Kletts perfekt gelöst. Diese Halterung ist dafür gedacht, wenn man hier von Cry zum Beispiel eine Drop-Leg-Pouch nutzt für eine Gasmaskentasche, die kann man dann hier einfach einklippen und die Halterung ist einfach immer am Gürtel, ist hinter einer anderen Tasche versteckt und stört somit auch nicht. Gehen wir wieder auf die Vorderseite. Okay, also neben dem Verschluss direkt sitzt natürlich unser Lanyard. Das läuft hier einmal hier außen rum, ist dann auf der Rückseite des Gürtels nochmal mit der Blackfolium Loop hier befestigt, damit hier nicht eine große Stolperfalle entsteht. Dann kommt als erstes die Hybrid Pistol Pouch von Blackfolium im 45-Grad-Winkel nach vorne geneigt. Da habe ich hin und her experimentiert, was für mich am besten funktioniert. Ich fand einfach die Zielrichtung nach vorne für mich schöner als nach hinten. Deswegen läuft es in die Richtung nach vorne. Dasselbe Spiel dann auf der anderen Seite, aber da kommen wir dann später zu. Ist hier mit einem 9mm Magazin befüllt. Dann kommt von Spiritus Systems die Gister Pouch, haben wir euch auch schon vorgestellt. In der Beschreibung findet ihr den Videolink dazu, falls ihr das Video nicht gesehen habt. Diese Tasche hat halt den Vorteil, dass ich im Endeffekt eine Rifle und eine Pistol Mag Pouch in einer habe und habe obendrauf nochmal Stauraum als Utility. Die ist aktuell leer, das heißt, bei Bedarf kann die gefüllt werden. Da kann man dann noch Flashbangs oder Smokes oder medizinische Ausrüstung, was auch immer noch gebraucht wird, hineinpacken. Und innen drin ist nochmal ein Satz Knicklichter, die kurzen, mit einem Draht versehen. Das heißt, die kann ich dann auch einfach hier an dem Clash-Hook, kann ich die einfach abziehen, ohne dass ich den aufmachen muss, sondern ich reiße im Endeffekt einfach das Plastik vom Knicklicht kaputt. Daneben liegt dann nochmal ein Karabiner, der meine Abseilhandschuhe hier von Petzl hält und den kann man auch bei Bedarf natürlich komplett entfernen oder auch sagen, wenn ich keine Handschuhe brauche oder Arbeitshandschuhe brauche, dann hänge ich da eben was anderes dran. Nebendran habe ich einen Abwurfsack von Tardigate Tactical. Den habe ich gewählt aus dem Grund, weil der relativ klein ist. Also tatsächlich war es mir wichtig, nicht so einen riesen Beutel zu haben, der mir dann am Oberschenkel schlackert, sondern einfach was, was nicht so groß ist. Wie ihr sehen könnt, hier auch auf der Unterseite mit Mesh, dass es ablaufen kann. Vorne mit einer Zugkordel, um das Ganze eng stellen zu können. Und hier finden 5 bis 6 Magazine maximal Platz. Das Schöne hier ist aber auch, dass hier im Inneren nochmal ein Mollefeld zu finden ist, wo ich dann nochmal eine Magazintasche reinbauen kann. Und da habe ich die Blackfolium Rifle Mag Pouch hingebaut. Das heißt, bei Bedarf kann ich hier am Gürtel, wenn der Sack offen getragen wird, kann ich hier am Gürtel noch ein zweites Magazin für die Langwaffe tragen und kann das hier auch immer schön sauber zurückstecken und ohne dass ich da die zweite Hand benutzen muss. So, machen wir den einmal kurz wieder grob zusammen. So, dann kommt mein IFAC von Coyote Tactical Solutions. Das ist im Endeffekt nichts zum Herausziehen, sondern eine Tasche, die man nach oben öffnet und dann da den Inhalt herausnehmen kann, habe ich einfach der Organisation halber mit einem Gummi zusammengepackt, damit man alles auf einmal entnehmen kann. Bin ich noch nicht hundertprozentig überzeugt, aber auf jeden Fall ist es auch eine Lösung. Außen ist dann noch angebracht hier die X-Shear auf der Rückseite mit einem Bungee gesichert. Unten drunter ein Tourniquet und dahinter noch eine Dekompressionsnadel, die hier auch mit eingeschoben ist und dann bei Bedarf genutzt werden kann.
Daneben ist eine zusammengerollte Cry Bottle Pouch, die 152 Pouch ist das von Cry. Habe ich aus dem Grund gewählt, weil die bei Bedarf eben einfach ausgeklappt werden kann und mir dann, je nachdem, was ich da reinpacken will, nochmal Platz bietet. Zum Beispiel Platz für eine kleine Nalgene, 0,5 Liter, um nochmal Flüssigkeit zu haben. Das Ganze funktioniert auch mit PET-Flaschen, 0,75 habe ich jetzt hier, also auch 0,5er geht auch ohne Probleme rein. Aber auch, wie ihr sehen könnt, eine 0,75er Flasche würde hier reinpassen. Oder eben, wenn man sagt, okay, man hat jetzt einen trainingsintensiven Nachmittag und muss noch ein paar Magazine mehr am Gürtel tragen, kann ich hier auch nochmal zwei Magazine reinpacken und habe dann im Endeffekt das Gesamtvolumen an Magazinen auf 4 am Gürtel gebracht. So, dann haben wir noch daneben ein kleines Messer. Ich finde, ein Messer sollte immer am Gürtel sein. Jetzt weniger, dass man was zum Leute durchlochen hat, sondern tatsächlich eher was, dass man, wenn man wirklich in einer Notsituation kommt, immer irgendwie noch mal ein Messer mit dabei hat, was im Endeffekt mehrere Funktionen erfüllt. Und da habe ich aktuell das Tops Cut 4.0. Das ist meiner Meinung nach von der Klingenstärke her und von der Größe ideal, um am Gürtel getragen zu werden. Hier kommt dann ein Safariland Holster mit Optikvorbereitung. Da ist jetzt gerade aktuell eine Replika-Glock drin. Die richtige Waffe haben wir jetzt hier nicht dabei, aber dafür ist es gedacht. Und im Endeffekt ist das Ganze hier an dem sogenannten True North Metalladapter montiert am Gürtel. Der ist tatsächlich sehr empfehlenswert, müssen wir euch wirklich mal ans Herz legen, weil der einfach dadurch, dass es Aluminium ist, ist der so formstabil, dass man keinen Legstrap mehr braucht und das Ganze hier sehr verwindungssteif macht. Wirklich absolut zu empfehlen, solltet ihr euch mal im Detail angucken. Und ganz vorne haben wir nochmal die Hybrid Pistol Mag Pouch von Blackfolium drin und da habe ich untergebracht ein Leatherman Tool. In dem Fall ist es ein, ich muss selber gucken, welches das ist. Das Charge habe ich hier aktuell, genau. Und das ist einfach dafür da, um schnell mal irgendwas montieren zu können. Das ist im Endeffekt ein Setup, wie ihr bauen könnt, um den Gürtel optimal zu nutzen. Und wie ihr seht, auch von der Nutzfläche her optimal ausgenutzt. Da hilft es natürlich, wenn man ein bisschen mehr Hüftgold hat. Kann man mehr dran montieren, ne? Ja, und ihr müsst natürlich für euch entscheiden bei einem Belt-Setup, wo ihr den Fokus drauf legt, auch immer in welchem Gebieten ihr arbeitet. Das heißt, wenn ihr viel mit dem Fahrzeug arbeitet, ist dieses Setup wahrscheinlich eher ungeeignet, weil ihr viel im hinteren Bereich habt, was dann stören könnte beim Aufsitzen. Von daher muss man das immer von Situation zu Situation abhängig planen. Aber das wäre mal ein Beispiel, wie ihr den Blackfolium Belt bestücken könntet und der übernimmt die Lastenübertragung extrem gut, das kann ich euch sagen. Wenn ihr noch Fragen zu diesem Setup habt, irgendwas im Detail, dann schreibt es uns in die Kommentare, wenn euch der Blackfolium-Gürtel gefällt. Auch das würde uns interessieren. Ansonsten bekommt ihr den Gürtel bei Blackfolium direkt und eventuell bei allen Händlern, die demnächst Blackfolium liefern. Das werden wir euch aber auch nochmal in den News verkünden, wenn es denn soweit ist. Und ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken, in unserem Shop vorbeischauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye. All right.